Interessant auf jeden Fall. Sag ich mal. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück. Das war jetzt noch nicht von Erfolg gekrönt. Ich denke mal, wir haben oben noch ein bisschen mehr zu tun auch. So, dass wir das Rätsel jetzt quasi gar nicht brauchen, um uns hier zu unterhalten. Denke ich mal. Mich hat eben nur gewundert, dass da ein Foto ist von dem Dings. Was wir nur angucken können, das Foto. Also es muss irgendwas mit angucken zu tun haben. Aber das mit dem WD-40 ist natürlich schon mal eine Innovation. Da bin ich gespannt, wie es da weitergeht, ehrlich gesagt, mit der Quest. Was da noch kommt. So, wir gehen natürlich wieder in die Haupthalle. Gut, dass er sich ankündigt. Sonst wäre ich ein paar Mal gestorben. Hier gibt es ja nichts Neues, soweit. Was hier? Nix. Nix Verwendbares. Hätte ich selbst mal irgendwas übersehen haben. Einfach. Aber ich würde gerne mal jetzt noch in Operationssaal gehen. In der Tat. Einfach um. Können wir den Fahrstuhl benutzen? Nee, glaube ich nicht. Durch die Rezeption gehen. Die war. Der Seite, gell? Nee, ist verschlossen noch. Weiß ich nicht. Schwierig. Alles zu viel. Besprechungsraum. Da fehlt uns noch eine Videokassette, glaube ich. In der Tat auch. Oh oh. Weil die ins Dunkle geht, obwohl hier schon noch Licht ist und man da die Tür sogar erkennen kann, ist es schon so dunkel, dass da die quasi, dass sie die stirbt. Die stirbt, die Frau stirbt immer instant, wenn es dunkel wird. Das ist wie bei den Gremlins, wenn die nass wären, dann wären die zu anderen Viechern. Oha, oha, oha. Und die stirbt halt, wenn sie, wenn es dunkel wird. Ist ja auch nicht schlecht. Da hat gerade was geblinkt. Okay. Das ist das Büro. Da wollte ich zwar gar nicht hin, aber wir können ja mal hinten rumgehen, einfach. Hier fehlt uns auf jeden Fall noch ein Glasauge, so wie es ausgesehen hat. Oder vielleicht fehlt ihm ein bisschen WD-40. Das passt nicht. Also ich kann hier auf jeden Fall damit interagieren, damit nicht. Scheinbar, wenn ich nämlich. Da wird das nämlich wieder blau, wenn ich interagieren kann. Also hier fehlt uns irgendwie so ein smaragdgrünes Glasauge, Schrägstrich irgendwas. Das verstehe ich mit dem Bild nicht. Sieht auf dem Bild genauso aus wie hier. Und eigentlich machen Entwickler nicht so viele Sachen rein, die keinen Sinn machen. Hier weiß ich auch nicht. Hier haben wir alles durchgelesen gehabt. Der arme Mann. Das scheint der Vater zu sein. Also der Wildberger. Hier war Musik, die ich nicht zuordnen konnte. Okay, gehen wir hier durch. Ins Penthouse. Okay, tschüss. Und tschüss. So, nochmal Penthouse. Penthouse.
Kann ich durchaus sein, dass wir was übersehen haben im Penthouse gestern. Hier geht's. Ah, ins Kinderzimmer. Das müssen wir jetzt, glaube ich, das haben wir, glaube ich, abgefrühstückt, das Kinderzimmer. Nee, gestern auch schon alles angeguckt, ne? Stimmt mit Leichen. Aber wenn das der William Winterberger ist und hier überall diese Monsterviecher und Zeug, ne? Wie hat denn der das gerechtfertigt vor sich selbst? Der scheint ja ein normaler, vernünftiger Kerl gewesen zu sein. Und wie hat der das gerechtfertigt? Diese ganzen Experimente und diese ganzen Viecher hier. Verstehe ich nicht. Ich verstehe die Zusammenhänge noch nicht. Das ist alles, also sind alles jetzt so lose Enden von einem Strick. Irgendwie so. Und die hängen alles runter und kein Mensch erklärt einem irgendwie, wie die zusammengeflochten sind. Ich vermute mal, das ist so gewollt. So, da sind wir wieder im Flur. Ohne Hint, ohne alles. Kein Anhaltspunkt. Kein gar nichts. Dummerweise. Ja, hier waren wir schon. Wir waren im Besprechungs- Speisezimmer, Toilette waren wir, Bibliothek waren wir, Schlafzimmer waren wir. Schlafzimmer kommen wir in der Tat gerade her. Nähzimmer, Besprechungszimmer, Haupthalle. Scheiße, wir bräuchten einen Anhaltspunkt, das wäre nicht schlecht. Irgendein Anhaltspunkt wäre gut. Das hier. Bibliothek. Ich glaube, wir hatten mal alles schon durchsucht. Bibliothek, gell? Können wir noch mal ganz kurz durchgucken. Das war das hier. Diese Mordintensilien. Ah, da liegt was. Aber ich kann es nicht anpacken. Ich muss schon dezent ein zu viel, ne, mit den ganzen Geräuschen hier. Das ist das Bild mit den Zwillingen. These girls are the ones that will awaken the devil. Are it seems like the girls. If I don't find them, the plaque. Ach so, wir wollten ja in die Operationsabwehr eigentlich, genau. Das war jetzt der Hint, der uns gefehlt hatte. Generell muss man ja eh in die Operation zu haben. Wir haben natürlich nicht dort nichts gefunden, was man gebrauchen hätte können. Speisekammer. Wo ist denn der Operationssaal? War das auf der anderen Seite? So gut kenne ich natürlich die Karte auch noch nicht. Bisschen langsam geht's. Langsam gewöhne ich mich dran. Aber. Na ja, hier. Achso, auf der anderen Seite, ja, durch die Rezeption durch. Das geht ja jetzt. Rezeption geht ja jetzt.
Da haben wir ja absolut cool freigeschaltet, finde ich. Wir können jetzt in der Rezeption. Können wir jetzt, von der Seite rein. Obwohl die Sicherung auf der anderen Seite drin ist. Von gestern den letzten Stream gemacht. Letzten Aufnahme. Dauert natürlich jetzt ein bisschen, weil das erste Mal betreten wird. War das alles geladen hier? Guck mal, die Statuen an die sind alles Zwillinge. Genau. Hier ist noch alles schön tot. Hat sich hier bei der Tür was verändert? Nach dem Update? Strich ist gleich 1. 538. Da hat man ja rumprobiert, das letzte Mal. Haben wir leider keinen Erfolg gehabt. So, Operations ist da. Okay. Was soll ich Fallen da einbaut, freue ich mich. Anästhesie. Wo ging's hier hin? Ankleidezimmer. Ach, da war noch ein Problem, das war dunkel, gell? Da war irgendein Vieh drinne. Ja. Ich kann die Waffe nicht ziehen, weil es dunkel ist. Keine Ahnung, wie wir es hell kriegen wollen. Wir könnten mal kurz drin rumrennen und gucken, ob wir eine Kerze oder was finden. Hier ist Desinfektionsraum. Den haben wir, glaube ich, desinfiziert. In der Tat. Ja. Mikroskope und einige medizinische Utensilien. Was ist denn das? William Winterbergers Tagebuch? Habe ich das nicht gelesen? Okay. 22. Juni 1981. Das haben wir in der Tat noch nicht gelesen. Ich weiß nicht warum. Wir haben die Wälder und die Küste in der Umgebung mehr als 6 Monate lang abgesucht, aber nichts gefunden. Nicht mal einen fetten Stoff. Laut der Behörden macht es keinen Sinn, weiter nach ihnen zu suchen. Der Gedanke schmerzt, dass sie recht haben könnten. Maria verharrt in einem geistigen Zustand, den ich nicht beschreiben kann. So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Es geht über die Krankheit hinaus. Es erinnert mich eher an eine dämonische Flucht. Ich hege immer noch die Hoffnung, dass Maria irgendwo in diesem vergehenden Wesen steckt. Manchmal kriechen die Zweifel in mir hoch und ich will ihr die Kehle durchschneiden, um das Leiden zu beenden. Aber etwas in mir kann sie nicht gehen lassen. Ich muss ein Heilmittel finden. Mhm. Interessant. Interessant. Mikroskope, aber ich bin mir sicher, dass ich hier gestern alles abgesucht habe. Dass durch das Update da reinkommen. Lohnt sich auf jeden Fall, die jetzt in die Operationszeit zu gehen, glaube ich. Gehen wir durch die Anästhesie durch. Müsste eigentlich hingehen. Hinkommen. Ja, ich höre nichts. Kommen wir gleich nochmal die Ecken absuchen. Ja, verbrannte Leiche. Haben wir ja schon beim letzten Mal gesehen. Alles durchgelesen, aufgelesen. Ja, hier ist nichts Neues. Im Westen nichts Neues. Im Osten auch nicht. Operationsraum. Und hier haben sie halt die Entwickler irgendein Puzzle hier fixt. Also scheint es ja irgendwas zu geben, was man machen muss, kann, will. Wobei ich nicht sicher bin, was. Also ich habe noch keinen Trigger. Also das Einzige, der einzige Trigger, den ich hier drin hatte, war das hier. Das Blut der erwählten Zwillinge. Das ist das Einzige, glaube ich. Sonst sehe ich nichts, das wie ein Puzzle aussieht. In der Tat.
kann ich Strom an und aus, Lichter an und ausmachen, oder? Teste das. Ja. Okay, warum kann ich hier drin das Licht ausmachen? Warum? Es scheint, als wäre der Körper mehrmals operiert worden. Das kennen wir ja schon. Ich überlege gerade. Und der hat immer noch Strom an Geräte, Anführungszeichen, an seinem Penis. Ob wir seinen Penis unter Strom setzen müssen? Das wäre mal übermakaber. Aber wir haben auch kein Kabel und nix. Kann ich dem irgendwie vielleicht Blut abnehmen oder so? Aber ich habe gar kein Blut. Kein... Säure löst Metall auf. Hätte er vielleicht bei der Türe die Säure verwenden müssen? Fällt mir gerade ein, was mit dem WD-40? Vielleicht müssen wir da den... Aber warum soll ich die Zahnräder wegmachen? Die Zahnräder brauchen wir ja. Ach, hier kann ich eh nichts machen. Weil das Vieh vielleicht wegschmelzen können. Warum schwebt denn der hier so komisch? Heieieiei. Ich bin zweimal alles abgelaufen. Hier drinne ist nichts. Vielleicht fehlt uns irgendwas, irgendein Punkt, den wir noch nicht überschauen. Drin ist ja irgendwie so eine Kampfmusik, ne? Irgendwas ist hier, irgendwas muss hier gemacht werden. Aber ich kann nicht greifen, was. Intensivpflege. Ich muss mal aus da durch. Operationsraum. Hier müsste eigentlich rausgehen. Durch den Westflügel. Ich würde mir gerne mal die Tür angucken, vielleicht hat sich da ja was geändert. Wahrscheinlich eher nicht. Sonst bin ich echt ratlos im Moment. Muss ich sagen. Westflügel. Du kannst kurz die Karte konsultieren. Können wir mal in den Beobachtungsraum gehen. Aber es wird uns nichts bringen. Weil ich denke, wir müssen da aus was anderes machen. Und vielleicht hat er anderes Gespräch jetzt. Oder einen Hinweis. Ah ja, die hatte ja die Waffe für uns hier. Hundreds of years ago, this island was inhabited by a tribe. One night, the moon could not be seen in the night sky, and the world was plunged into darkness. The shaman of the tribe danced around their dead, willing their bodies to rise and walk the earth once more. That sounds terrifying. Okay.
Aber das ist eigentlich genau dasselbe, was der da drin macht, ne? Er tanzt um den drumherum. Ja. Aber sonst ist hier eigentlich auch nichts, ne? Also ich habe mir das Gespräch gerade nochmal angehört, weil ich gedacht habe, ich habe beim letzten Mal irgendwie was haptisch, irgendwas irgendwie semantisch überhört. Aber ist, an dem ist nicht. Also genau dasselbe Gespräch wie letztes Mal. Und da gibt auch immer noch keinen Sinn. In dem Kontext. Lift, ja. Lift me up. Scheiße. Achso, nee, das ist der Speicherraum. Da müssen wir jetzt nicht hin. Blödsinn. Hier wollte ich hin. Genau. Oder hat sich ja nichts geändert? Null. Wir können es nochmal probieren jetzt. 5. 3. Ist schon eingestellt sogar. 5, 3, 8. Nichts passiert. Vielleicht muss auch, ich hab gedacht, vielleicht kann man es auflösen. Müsste ich ja auch mal gucken, was das sein soll. Finde ich scheiße.